Ziersträucher schneiden. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich will jetzt gerade ein bisschen Sträucher ausschneiden, was schon so geht. Und dann komme ich an der Forsythie vorbei und denke ich mir, oh, die hat auch mal ausgeschnitten. Da ist nämlich schon altes Holz da, sehe ich. Und da treibt eh nichts mehr raus. Also die hat ausgeschnitten. Aber, jetzt kommt das große Aber. Forsythien schneidet man erst nach der Blüte und nicht im Frühjahr. Warum? Weil die Forsythie, die wächst nach der Blüte oder fängt die erst zum Wachsen und Treiben wieder an. Und da bilden sich dann die Knospen fürs nächste Jahr, also fürs Frühjahr. Und wenn ich das jetzt abschneide im Frühjahr, dann habe ich keine Blüten, wenn die Zeit da ist. Weil die blüht ja so im April, Ende März, April, so in der Zeit. Und dann hätte ich überhaupt keinen blühenden Forsythienstrauch. Und deswegen darf man das nicht machen. Den Hinweis möchte ich euch jetzt einmal geben. Es ist auch bei anderen Sträuchern so, die dann im Frühjahr blühen, wie zum Beispiel die Weigelie blüht ja im späten Frühling, die Zierjohannisbeerstrauch, die blühen dann im Frühjahr. Es gibt noch verschiedene andere und die darf man alle jetzt nicht schneiden. Denkt bitte dran, weil sonst seid ihr enttäuscht, wenn ihr keine Blüten habt. Habe ich nämlich schon öfters einmal eine Mail gekriegt, warum blühen meine der und der Strauch nicht. Dann habe ich gefragt, wann hast du die geschnitten? Ja, im Frühjahr. Ja, dann ist kein Wunder, ne? Weil die hat ja die ganzen Blüten weggeschnitten. Ja, das ist der Hinweis und denkt bitte dran, bevor ihr die Schere ansetzt, nicht machen, sondern nur die anderen, die dann im Sommer und im Herbst blühen, die können jetzt geschnitten. Und darum fange ich jetzt mit dem anderen an. Wenn euch der Tipp gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.